Genau, nachdem man jetzt ein bisschen gezockt hat, den Kopf wieder frei gemacht hat, fällt einem ein, dass man leider, solange man noch Schüler oder Jugendlich ist, meistens noch Hausaufgaben hat. Für viele beginnt das erstmal mit in WhatsApp gehen, Klassenchat, was haben wir eigentlich auf, was müssen wir eigentlich machen. Und dass es dafür auch eine Open-Source-Alternative gibt, für die man kein WhatsApp braucht, in dem es jetzt sogar vielleicht bald auch Werbung geben wird. Dafür haben Anton, Moritz und Erik das H-Web programmiert. Wir sind die Gruppe H-Web. Wir haben uns als Idee gehabt, dass WhatsApp und so die Klassengruppen generell nicht so schön sind. Wenn man dann mal wissen will, was die Hausaufgaben sind, dann schreibt man fragt in der Gruppe und dann schreibt eine Person die Antwort und ganz viele andere Leute schreiben irgendwelchen Müll in den Chat. Dazu mögen viele Leute, unter denen wir auch sind, WhatsApp wegen dem Datenschutz nicht. Das heißt ja, es ist Ende-zu-Ende verschlüsselt, aber es ist eigentlich vom einen Handy oder vom einen Client zum Server verschlüsselt und vom Server wieder zum anderen Client, womit auch viele Leute verarscht werden. Und ja. Im Backend unseres Projektes haben wir einen Python-Server. Dazu nutzen wir die Library Tornado, mit der wir einen Websocket machen. Ja, und dann haben wir unser Frontend. Der Frontend sieht jetzt zwar noch simpel aus, da ist bisher nur der Chat implementiert, aber im Backend haben wir eigentlich schon noch mehr Features wie den Login-Manager, aber unsere Priorität lag halt erstmal nur auf dem Server und deshalb ist die Website erst ein bisschen zu kurz gekommen. Und jetzt haben wir auch noch einen anderen Client. Ja, genau. Wir haben noch ein Desktop-Frontend als Desktop-Applikation geschrieben in Java, die hier zu sehen ist. Hier ist auch nur der Chat implementiert, da wir halt ein Augenmerk auf den Server gelegt haben. Unser ganzes Projekt ist auf GitHub verfügbar und ja, jetzt versuchen wir uns an einer Live-Demo. Achso, die Aussicht. Wir werden weitere Funktionen implementieren, die Möglichkeiten des Chats ausbauen und wahrscheinlich noch weitere Funktionen und Plattformen unterstützen. Also wenn jetzt jemand mal den Chat testen will, jetzt nochmal QR-Code zeigen. Dann kann er den QR-Code da scannen, aber davor muss er noch im Wi-Fi Anton Wi-Fi sein. Es gibt kein Internet im Wi-Fi und die Daten werden auch nicht abgefangen. Und der Datei-Upload zum Server funktioniert zwar schon, aber der wird noch in den Chat mit eingebunden. Man sieht, es sind schon Leute im Chat aktiv. Okay, der Java-Client geht gerade nicht. Gucken wir gerade. Ja, den hat es abgeschossen. Man hört, wenn neue Nachrichten kommen, einen Blinkton, wenn man Ton anhat. Und wenn man der Webseite erlaubt, Systemnotifikationen zu machen,
kann man auch, wenn neue Nachrichten kommen, die außerhalb der Webseite sehen. Die Webseite hat eine sehr bröckelige PWA-Funktion, also so ganz als App ist sie noch nicht verwendbar. HTML ist gewollt nicht verwendbar. Bitte nicht zu viele Dateien hochladen. Ja.